Hi Leute, Forti hier. Im heutigen Video gebe ich euch ein paar Tipps für die Pistol Rounds, speziell für die CTs. Die Pistol Rounds sind sehr wichtig, denn nicht selten ist es so, dass das Team, das eine Pistol Round gewinnt, auch die darauffolgenden 1-2 Runden für sich entscheidet. Das liegt natürlich daran, dass das Team, das die Pistol Round verliert, meist 1-2 Eco-Runden einlegt. Und wenn man die Anti-Ecos halbwegs clever spielt, hat man natürlich auch gute Chancen, sie zu gewinnen. In der Summe könnt ihr also bis zu 6 Runden holen, wenn ihr nur die beiden Pistol Rounds gewinnt. Zuallererst solltet ihr die Standard-Pistols verwenden und keine P250 oder 5.7 kaufen. Das Geld in der Pistol Round solltet ihr lieber in Kevlar oder Granaten investieren. Dazu kommen wir nochmal später. Auch ist es relativ wichtig, dass einer der CTs ein Defuse-Kit kauft, damit ihr die Möglichkeit habt, die Bombe innerhalb von 5 Sekunden zu entschärfen. Das kann häufig die Runde retten. Die Standard-Pistols, die USPS oder die P2000, sind völlig ausreichend, um einen Gegner mit Kevlar und ohne Helm mit einem einzigen Headshot zu killen. Die anderen Pistols wie P250 und 5.7 unterscheiden sich nur darin, dass sie mehr Schaden durch Kevlar machen. Ihr solltet in der Pistol Round nicht close bzw. direkt vor dem Spot-Eingang stehen und auch nicht offensiv pushen, es sei denn nur, um Informationen zu holen. Die Standard-CT-Pistols sind auf die Distanz genauer und effektiver als die Glock. Diesen Vorteil solltet ihr ausnutzen und den Spot defensiv halten. Versucht Informationen zu sammeln, diese rechtzeitig an euer Team weiterzugeben, damit sie euch zu Hilfe kommen, wenn euer Spot angegriffen wird. Die Glock dagegen macht deutlich weniger Schaden auf die Distanz, sodass die Terroristen euch auch nicht mit einem einzigen Headshot one-hitten können. Aus kurzer Entfernung natürlich schon. Fast immer ist es ja so, dass die Terrors beim Angreifen eines Spots zahlenmäßig den CTs überlegen sind. Darum solltet ihr euch nicht mit dem gesamten Team anlegen, sondern defensiv spielen, zwischendurch ein paar Shots abgeben und auf Verstärkung warten. Es ist nicht wichtig, wie viele Frags ihr macht. Wichtig ist, möglichst lange zu überleben, damit ihr bis zum Eintreffen eurer Teammates noch am Leben seid. So habt ihr viel bessere Chancen, den Spot zu halten bzw. zu retaken. Wenn ihr mit einer P2000 oder einer USPS spielt, dürft ihr damit nicht zu schnell schießen, also nicht sprayen. Ihr habt bessere Chancen, den Gegner zu töten, wenn ihr kontrolliert einzelne Schüsse auf den Kopf abgibt. Wildes Reinsprayen führt dagegen selten zum Erfolg. Wie versprochen noch ein paar Worte zum Buy in der Pistol Round. Wie gesagt, solltet ihr entweder Kevlar oder ein paar Granaten kaufen. Kevlar kann euch selbstverständlich helfen, länger zu überleben. Eine Smoke, ein Molotow oder auch eine schöne Flash kann einen Rush aufhalten bzw. verzögern. Beides kann sinnvoll sein und hat seine Vor- und Nachteile. Jeder muss für sich selbst entscheiden, was für ihn wichtiger ist. Viele Profiteams spielen die Pistol Rounds auf manchen Maps wie zum Beispiel Overpass oder Inferno mit einer 4-1 Aufteilung. Das bedeutet, dass sich 4 Spieler auf einem Spot positionieren und der 5. am anderen Spot bleibt. Er soll allerdings nicht groß fighten, sondern hauptsächlich Infos sammeln und auf den Support warten. Im Solo-Matchmaking wird das vermutlich nicht funktionieren. Allerdings, wenn ihr in einer Full-Lobby oder zumindest mit 2 oder 3 Mates zockt, probiert das doch mal aus. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video helfen. Vergesst nicht zu liken und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video.